zusammen und wir fangen heute mal wieder was an. Und ich habe eigentlich versucht, ein bisschen leise zu sein. Da schläft noch wer. Aber egal, das macht nichts. Wir sind natürlich noch nicht fertig, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich wollte bloß erstmal Hallo sagen, mal was starten wieder und dann gucken wir mal, was der Tag bringt, wie immer. Wir fallen schon auch in so ein Schema rein, ist eigentlich, aber mal gucken, wir gucken mal, wie wir es hinbiegen. So, bis jetzt, Kaffee rennt, was haben wir denn noch alles da? No, nichts Besonderes. Wetter ist natürlich geil, ja, bis jetzt sieht richtig gut aus. So, Sonne scheint. Na, da liegt der Müll, das müssen wir alles noch da hinbringen. So, ja, gut. Soweit dazu. Und ja, wir starten mal. Wir sehen uns. Von der Ostseite. Wir gehen hier von
Osten nach Osten, Osten, unten Osten, von oben Osten nach unten Osten, immer. So, haben drei Ausladestellen in Florida, einmal oben Mitte, bisschen weiter unten unter Tampa noch. Alles für Walmart, Tornados. Fast unglaublich, wa? Wie kann das sein, Alter, dass die Kinder. Die haben ja, die werden schon Kartoffeln haben, aber. Naja, okay. Ist mir eigentlich Latte, weißt du? Wenn ich. Ob ich leer, voll oder. Mir ist egal, was ich transportiere. So, gut. So viel dazu. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Aber wie gesagt, wir sind ja heute oder jetzt in der Gruppe oder in der Kategorie Erklärbär. Und wie ihr es ja schon mitgekriegt habt, wir erklären mal ein bisschen was über Elektrofahrzeuge. Und ich gucke auch Breaking News immer noch, auch von Deutschland. Nicht, weil es normalerweise interessiert es mich nicht, aber es ist, ich gucke es, weil es echt traurig ist. Ist ja echt traurig. Also was geht denn in Deutschland ab? Was ist denn, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber also kann denn eigentlich eine Regierung noch korrupter sein wie das, was gerade am Start ist? Das ist ja abartig. Junge, 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 Junge. Nichtsdestotrotz, also aber. Das passt ganz gut wegen Elektro. Also, wie ich schon gesagt, gleich erstmal von rein, es ist keine Hetze, es ist, glaubt nur nicht immer alles, was erzählt wird und schon gar nicht von Leuten, die überhaupt kein Wissen haben oder sich nicht mal informieren über sowas. Also, der Elektrofahrzeuganteil in der USA oder in Kanada ist um Weiten höher wie in Deutschland oder überhaupt in Europa. Kamera ist ein bisschen, ne? Ja, so. Gut, weil alleine in Deutschland hat man es ja damals schon versäumt, wie beim Internet, die Infrastruktur dafür aufzubauen. Alleine wenn du jetzt, wenn du in Miete wohnst, du kannst ja eigentlich gar kein Elektroauto kaufen, weil du eine Ladestation brauchst in Deutschland. Die muss erstmal genehmigt und angebaut werden. Wenn du in Miete wohnst, das ist doch. Also du hast ja gar keine Möglichkeit, dir ein Elektroauto zu kaufen, weil du ja. Du kannst ja nicht in so einem Hochhaus da nur eine so eine Ladestelle für dich beantragen und dann hast du ja dann extra Parkplatz drin. Ist Bullshit eigentlich. Wenn du Privathaus oder sowas hast, und dann ist das möglich. Du kannst dir eine Ladestation einrichten lassen und alles sowas. Hier ist das natürlich nicht so. Hier gehst du an eine Starkstrom-Steckdose und holst dir den richtigen Adapter oder lässt dir den Stecker schon installieren. Das kannst du hier, wenn du in Miete wohnst oder in dem Feld, hier in Miete, auch in Miete, hast du deinen eigenen Zähler und deine eigene Leitung. Weißt du? Und hier kannst du einfach einen Adapter, Auto, Steckdose, fertig. So, die Infrastruktur hier ist natürlich, du hast an den Restareas, also nicht an den Restareas, wo nur eine Hütte mit einem Klo ist, die hier in Middle of Nowhere, da ist dann, ist in den größten, also auch, ist schon in den meisten Fällen ist da auch schon eine Elektrotankstelle. Aber ansonsten hast du überall die Tankstellen, sei es in Kanada, sei es in den USA, du hast überall Elektroladestellen. Sei es von Tesla, sei es universelle. Also, dann ist natürlich auch so, das ist völliger Bullshit, wenn man nämlich nicht weiß, was ein Elektrofahrzeug ist und was nicht. Jeder Hersteller hier hat Elektrofahrzeuge draußen, nicht nur eins, mehrere. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es gerade rauskommt, da kommt ein Tesla. Da, den Tesla. Da fährt ein Mustang, ein Elektro-Mustang. Da ein Verbrenner. So. Sagen wir mal, unter sechs Fahrzeugen, also fünf,
sechs Fahrzeugen, was du siehst, hast du immer ein Elektro dabei. Es ist unglaublich, was es an Elektrofahrzeugen hier gibt. Man muss halt wissen, was ein Elektro... Spuckig? Wahnsinn. Man muss halt auch wissen, was ein Elektrofahrzeug ist und was nicht. So. Und ich finde es geil. Also ich hatte jetzt nichts damit. Also ich muss das nochmal sagen. Ja? Also ich bin kein Grüner jetzt hier. Ich fahre eine Drecksau-Maschine. Also meine kleine, der Erklärmäuschen würde sagen, ein Monster-Truck. Also sie sagt zumindest immer Monster-Truck, weil es halt ein gelifteter Pickup ist. Und riesen Reifen drauf hat. Und zum Spaß haben. Und man sieht ja auch in den einen oder keine Ahnung. Ja, wir machen halt öfters mal Spaß, weil man es kann. So. Ist natürlich auch eine 5,7 Liter Original 400 PS Maschine drin. Also Original hat er 400 PS, ja. So. Und es ist ein reines Spaßmobil und wir machen auch Spaß damit und ich nutze es aus und es frisst natürlich auch Sprit, aber nichtsdestotrotz ein Elektrofahrzeug. Also ich stehe natürlich, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, wenn nicht, müsst ihr mal googeln, der F150 Lightning Ford, ja, das ist ein Ford Pickup, ist absolut geil, also ich finde ihn richtig gut. Und dann natürlich der Cybertruck. Da habt ihr sicherlich auch schon viel von gehört. Und wer noch nicht gesehen hat, googelt einfach mal der Cybertruck. Der sieht so scheiße aus, dass er schon wohl geil ist. Also ich gehe mal davon aus, also ich kann es jetzt noch, ich kann es natürlich nicht jetzt einfach so sagen, oder aber ich gehe mal davon aus, dass einer von den beiden so, das wird mein, also ist wohl das, was mir am nächsten zuschwebt. Also sind geile Fahrzeuge, Elektro ist, komme was wolle, ist halt irgendwann die Zukunft. Du kannst, ist es, wer schlau ist, du kannst ja auch in dein Backyard, du kannst ja auch Solarzellen hinbauen, weißt du, und kannst den damit laden. Der kostet jetzt gar nichts mehr. So, also die Möglichkeit hätte ich hier jetzt. Und von dem her sage ich jetzt mal, ist es schon die Zukunft. Und wer schon mal in einem anständigen Elektrofahrzeug saß und mal richtig aufs Gas geht und keine anständig eingestellten Kopfschützen hat, der weiß, dass ganz schnell mal der Kopf nach hinten abkriegen kann. Also Drehmoment von unten nach oben mit einmal. Also Elektro ist schon die Härte. Also wenn du ein richtig gutes Ding hast, leck mich am Arsch. So, und da fällt mir immer das beste Video, was ich bis jetzt gesehen habe, von diesem, nicht von dem F150 Lightning, sondern von dem Cybertruck. Da gibt es drei verschiedene Ausführungen. Das ist einmal mit einem, mit zwei und mit drei Motoren. Einmal Heckmotor, einmal Front- und Heckmotor und einmal zwei Heckmotoren, ein Frontmotor. Und das ist natürlich eine übelste Drecksau. Da war, also ich fand es halt geil, dass da war ein YouTube-Video, da ist ein, ich weiß es nicht mehr, was, irgendein Porsche, irgendeine Drecksau, drei irgendwas, GT, irgendwas da oder sowas. Auf alle Fälle hast du nur den Cybertruck und den Porsche gesehen, wie sie ein Rennen fahren. Also wie sie los, die ballern alle beide los wie die Bekloppten. Und dann siehst du, wie der Cybertruck loszieht. Und was, der hat einen Anhänger dran mit demselben Porsche nochmal drauf. Also das ist doch die Härte, oder? Ich sage, Elektro, das ist schon, Elektro komme was wolle, wird die Zukunft sein. Kann man nicht abstreiten, denke ich. Das Problem in Deutschland ist halt nur, was die Regierung da macht. Ich weiß nicht, also die Grünen, die machen die Atomkraftwerke zu und fahren Kohlekraftwerke wieder hoch. Ist das nicht verkehrte Welt? Also ich will nicht sagen, das ist irgendwie total bescheuert.
denn man will ja alle, man will ja, dass alles so grün wie möglich wird und verhindert mit diesen hohen Strompreisen, die jetzt sind, auch noch die Zukunft von Elektrofahrzeugen. Ist doch alles Banane, oder? Wer hat denn so eine Gehirnfurze? Furze? Was ist Furze die Mehrzahl von Furz? Das ist alleine gucke ich deswegen schon, weil man sich halt kaputt lacht. Weil ist ähnlich wie mit den Videos von bestimmten Content-Creatern in Kanada hier. Das ist halt, ist genauso viel Gulasch, was dabei rauskommt, und Wahnsinn. Man guckt es halt einfach, um sich kaputt zu lachen. Jetzt mal ehrlich. Hä? So, und genauso ist es. So verhält sich es mit den Elektrofahrzeugen hier. Also die Anzahl hier ist, wie gesagt, 3 von 5, 6 Fahrzeugen ist eins, mindestens eins, wenn nicht mehr, Elektro. Was gibt es da noch zu sagen zu? Ja, ist ja gut. Eigentlich, was ich jetzt davon halte und so, habe ich euch ja erklärt, wie die Infrastruktur ist hier. Die ist halt einfach besser. Du hast doch teilweise schon an bestimmten Kaufhäusern, wenn du jetzt eine Mall hast, eine große Mall, so, da sind ja schon Steckdosen, also Ladestellen für Tesla, Antankstellen, überall. Also es ist, die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge hier ist eine ganz andere, ist viel, viel mehr. Und das hat man halt in Deutschland versäumt, wie mit dem Internet. Das ist genau dieselbe Scheiße. Ja, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Also, ich sag mal, das ist mal zu der Kategorie erklärbar für heute. Wenn jetzt noch was kommt, Elektro, Tesla, der nächste. Wisst ihr, hier kann man mal hier, nicht, dass ihr immer denkt, ich verarsche euch da. Seht ihr, schwarz, Tesla, so. Ist der nächste. Ich meine, ja gut, ich hätte natürlich, man muss ja nicht immer meine Fresse sehen. Ich hätte ja auch die Kamera umdrehen lassen können und dann. Ja, aber ich kann ja mal die Kamera mal anmachen, so immer mal, wenn ich jetzt. Nee, ist Bullshit, Kamera an, aus, wenn jetzt wieder ein Elektrofahrzeug ist oder sowas. Ist halt scheiße. Gut, aber jetzt ist auch doof, ha? Aber so viel dazu. Es ist kein Witz. Es ist so. Es gibt genug Fahrzeuge hier, Elektro. Es ist genug, es ist eine ganze Menge. Also es kann ja eigentlich jeder. Nein, es kann ja nicht jeder bestätigen. Wie gesagt, wir haben ja hier Leute, die denken, hier ist nicht hier, Elektro ist ja hier kaum, in Deutschland ist viel mehr. Bullshit. Also das ist wieder. Glaubt nicht alles, was einfach so immer dahergequatscht wird. Das ist unwissende Leute, die quatschen halt immer Bullshit einfach so raus. Ist es. Kommen wir dazu. Jetzt. Also. Wenn man nämlich nicht weiß, was man quatschen soll, fällt einem nämlich auch viel Bullshit ein. Muss ich jetzt dazu sagen, noch, muss jetzt noch als ein PS so hinten dran kommen. Da kommt ein Jamaikaner um die Ecke und spricht laut: Boah, was ein geiles Auto! Boah, Chrysler 300 SL! Glaubt ihr wirklich so einen Scheiß? Also, das ist ein Arschloch-Ding! Das ist ein scheiß Chrysler! Wie es halt in Deutschland Golf gibt! Das ist ein. Und die Karre, Standardfelgen. Und der, wow, was hast du für die Felgen bezahlt? Nein, er hat ihn ja nicht gesehen. Und der, boah, ja, kann ich mir angucken. Als ob der fragen würde, ob ich mir das Auto angucken darf. Meine Fresse, lachhaft, ohne Witz. Aber ist schon ein geiles Ding. Ich wollte jetzt nur wieder vorgreifen. Ihr wisst ja, die Hater und sowas, weißt du? Das sind ja viele Hater unterwegs und ich wollte denen jetzt nur vorgreifen, ist sehr witzig, wenn einem nichts mehr einfällt, dann erzählt man, was man doch für eine geile Karre hat.
So, in Chrysler 300 SE, Standard Arschlochkarre, die fast jeder fährt. Wow, wow, Standard Felgen. Was denn für die Felgen bezahlen? Wow. Ja, muss ich sagen, also. Mache ich auch immer, mache ich auch immer. Ich erzähle auch immer übelst über meine Karre, wie geil die ist. Boring. Also, das war jetzt nur mal so noch. Also, Wahnsinn, Wahnsinn, wie man sich eigentlich so, wie kann man sich, ich sag ja, manche Leute im Hirn ist so, manchmal ist, da ist so viel Gulasch und ich sag ja, manche, ich sag, wie jetzt, ich erzähl auch viel Scheiße, ja, aber das ist Sprechdurchfall. So, das ist, ich, hier, Underground, unterste Schublade, das ist hier, ding, dong, also ohne Witz. Entschuldigung, aber das musste jetzt raus. Das ist absolut wow. So viel dazu. Schön, dass wir darüber geredet haben. So, wie gesagt, wir sind wohl auf dem Weg nach Florida. Wir lassen noch ein paar Bilder reinfließen, wa? Und so. Ich sage jetzt mal nichts. Soll ich noch ein bisschen Straße laufen lassen? Ich weiß aber nicht. Straße ist halt immer so. Wir sind übrigens gerade in Maryland. Heute Morgen waren wir auf New Jersey. New Jersey, Delaware. Nee, Delaware, Maryland. Ach, fuck off. Ja, anyway, ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Also, wenn ich irgendwas nicht genau weiß, dann. Also, ist. Ihr wisst, was ich meine, ja. So, alles klar, gut. Nee, wir lassen es. Ich mache nachher noch ein bisschen Straße und sowas, aber jetzt hier ist vierspurig, es läuft nicht. Also hier ist es vierspurig, es läuft hier nur so halbe. Hier, Elektro! Hyundai! Elektro! So viel dazu. Ja gut, wir können ja mal noch ein bisschen. So, ja, aber ich weiß gar nicht, was ich quatschen soll. Wenn ich jetzt anfange zu quatschen, kommt auch nur Dünnschiss bei raus. Gott, hier ist jetzt. Weiß nicht, meine Kleine hier. Erklärmäuschen, ich weiß nicht, wie sieht es denn aus? Ist die schon wach? Nee. Die hat sich wieder hingelegt. Ja, ah, ja, boring. Ah. So, ja. Nee, tired hat sie gesagt. Sie ist noch müde. Und legt sich wieder hin. Und. Ja, gut. Aber was wir heute noch machen müssen, die hat halt heute noch nicht gemacht. So, aber hier ist halt auch hier, wa? Hier stockt. Ich habe aber seit gestern schon, ohne Witz, also meine Etappenziele jetzt da runter wieder. Also normalerweise plane ich das ja durch, und aber gestern schon. Meine Fresse, ich bin gestern überhaupt nicht so weit gekommen, wie ich kommen wollte. Ich muss schon Kaffee nehmen. Ihr habt ja gesehen, Kaffee ist durch, ja? Kaffee habe ich gemacht heute. Schön hier, 1 Liter Buba. So, ihr seht ja, das ist hier. Also wir sind Baltimore durch. Und das ist jetzt auf dem Weg nach Washington. Also nicht Washington State, sondern Washington DC. Horror, ich sag euch Horror. Das hier dauert manchmal, also Baltimore, Washington und Richtung Richmond, da verballerst du manchmal den ganzen Tag. Und gestern schon, abartig, ich sag euch, boah, Stau, Unfall, die ganze Strecke. Also ist es kaum mal gelaufen, von Newport, Maine bis New Jersey. Ich bin schon nicht durch New York, also durch die Bronx gefahren. Ich bin außen rum gefahren, um New York. Und Wahnsinn, ich sag euch. Also was da hier an Stau und Scheißdreck war gestern. Abartig. Junge. Da hinten hier, was ist das?
hinterher gezogen und hat ein Race mit dem gehabt. Ja, X7. Was natürlich auch krass ist, ja, muss man jetzt mal so dazu sagen, du siehst hier kein, was weiß ich jetzt hier, also was mir aufgefallen ist oder sowas. Wenn du jetzt hier Golf oder es gibt ja auch, es gibt ja die Tatsache, dass hier Leute hier so ein Zeug fahren. BMW oder Golf oder sowas. Hier fährt ja kein 1.3er oder 1.8er oder sowas. Das habe ich hier, ohne Witz, habe ich, also es ist ganz selten, ich sage jetzt nicht, habe ich noch nie gesehen, aber das Ganze hier, guck mal hier, 3.23 oder sowas. Ich habe es gar nicht erkannt richtig. Oder hier, wenn, dann ist das ja auch hier, wenn, dann fährt hier entweder hier die ZM-Version oder sowas oder Golf oder sowas oder hier Fortiglen, das sind alles so diese ST und der Golf hier auch alles diese Monster hier, diese R irgendwas. Also hier aber diese Arscher kleinen Dinger, hier Elektro. Ich habe keine Ahnung. Also nur diese Dinger, also hier, ich weiß nicht, also wenn man sich ein Auto kauft, hier aus Deutschland, also ein Auto aus deutscher Produktion, das sind alles nur hier werden nur diese Monster hier fahren. Ja, was heißt diese Monster? Ja, ein bisschen mehr PS. Ihr wisst, was ich meine. Da, wo man in Deutschland denn die Reifen zerstochen kriegt, von den Klimaklebern, weil du ja hier so ein Ding fährst, also ohne Witz. Also wenn mir hier einer so ein Ding, der hätte schon längst eine Pfeil im Rücken. Und mit Recht. Also ist jetzt ohne Witz. Also du kannst ja hier dein Eigentum, kannst ja verleihen hier. Wenn ich so einen erleben würde, dann würde ich über die Hand fahren. Also kein Witz. Und es ist genau dasselbe hier wie mit dem Traxer oder sowas. Wenn ich, also diese Sachen hier mit dem Spritklau und ich weiß nicht, also 99% hier, also ich glaube, hat Volvo abschließbare Tanks? Regulär? Ich weiß, also regulär, normal, also hier ist, also 99% der Trucks, die haben hier gar keinen, hier Tesla, der schwarze hier links, die haben hier gar keinen, also keinen abschließbaren Tankdeckel, das ist alles offen, also, und hier geht doch keiner an einen Tank dran von einem anderen, du weißt nie, was passiert. Der steigt aus und dann hast du eine Schrotflinte im Gesicht. Also das, ich wollte gerade sagen, das ist hier ganz anders. Und dann außerdem, da würde hier die Trucker-Community hier unter sich, das würden die gar nicht machen. Das würden die gar nicht machen, weil hier die Trucker-Community, das ist alles eins, das ist ein Klumpen. Weißt du, na gut, es gibt immer mal ein paar Arschlöcher, aber das ist ja klar. Ich meine, Arschlöcher hast du überall auf der Welt. So, die hast du auch hier, aber deswegen, also die klauen aber den anderen keinen Sprit oder Diesel oder sowas. Hier ist kein, hier die Motorhaube ist nicht abgeschlossen, da kannst du rangehen, da hier kannst du offen, da machst du die Verriegelung links, rechts auf und dann machst du Motorhaube auf und dann hier in einer Nacht und zack hast du den Motor oder sowas. Wie gesagt, hier die Tanks sind nicht abgeschlossen und es ist einfach nur. Ja, es ist echt traurig. Es ist echt traurig, was in Europa so abgeht. Und jetzt natürlich noch viel mehr mit dem ganzen Scheiß hier, mit dem, dass der Mist alles. Ich will nicht sagen, dass es hier nicht teurer geworden ist. Also hier ist auch vieles teurer geworden. Und was? Aber in Deutschland, also es ist ja schon, also was wir da, also Spritpreise und so, das ist ja. Was da so abgeht. Ich sage deswegen, ich gucke ja noch deutsche Nachrichten hier, am meisten hier Propagandasender hier Welt. Jetzt muss ich kurz gucken hier. Ist das schon die? Manchmal ist hier, scheiße, sind ja noch ein paar 12 Kilometer noch, bis ich allerdings. Manchmal ist da eine Waage, die offen ist und dann muss man hier im Dreieck rum und dann erstmal runter über die Waage. Und ja, vielleicht ist es an und dann, ihr seht es ja, mal gucken.
Ja. Aber ich muss mal, ja gut. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Wenn mir wieder was einfällt, mache ich die Kamera wieder an. Also falls die Waage offen ist, mache ich die Kamera wieder an. Und dann können wir ja noch ein bisschen quatschen. Wenn nicht, mache ich jetzt erstmal, ich wüsste ja, bevor jetzt hier zu viel Gulasch. Ich mache jetzt erstmal aus und dann machen wir später nochmal an. Okay. Vielleicht sind die Kleine hochwacht denn oder vielleicht kommt sie runter und dann können wir ein bisschen zusammen. Und ja, ihr wisst ja, alles klar. Also, bis dann mal. Tschüss.
sowas habe ich Farbe. Mit dem Ding gerade beim Runternehmen mein Kack gekratzt. Hier und hier. Hier und hier. Don't spray it, look! I smell the oil! Yeah, it's like food!
Schwapp. That's it. Eyeball. Mouth. Oh. Mouth. Stop. Go. That's it. Man, toy. You can drive our truck over there and then goes inside. Toy. But first, wash my hands. Yeah, we do. We did it inside. No. Go. And oh, no, goes in it. Ah. Mann, fängt das Ding an zu glühen bei der Hitze hier. Gesundheit! Kamera zu. But there's a butterfly. The butterfly. The butterfly. The butterfly is under your bum. The butterfly was under your bum. Schluck trinken vorher. So? Ja. Komm her. Halt die Hand runter. Komm mal, halt die Hand runter. Wash my hands after pee pee. Ew. Ew. Komm, bitte Schluck trinken, bevor du Zahnbürste im Mund nimmst. That's how I drink. Komm, lass uns mal zum Mülleimer gehen. Den können wir das drauf kriegen. Okay. Look. Trying to make
Ja, oh, cool. Und der eine fehlt noch. Where? Die Lust. Oh, ja. Die Lust yesterday. Ja. I didn't know what you mean. Is one piece yellow? That's what I thought. That's what I thought you meant. I thought that was a tank for a second. Looks like a tank, yeah? Yeah. I just closed it. So, hallo zusammen. Ja, wir sind jetzt schon wieder einen Tag weiter. Wir sind jetzt hier in Georgia. Wir haben noch in South Carolina übernachtet. Sind jetzt in Georgia, kurz vor Florida. Nur auf dem Rastplatz, weil ich habe mir heute Morgen auch nicht die Zähne geputzt und ich habe wusste ja. ich wusste ja. She lose the tooth. I look like a freaking rabbit. Wait, I look like a freaking rabbit. Ja, ich wusste ja, dass wir den sowieso anhalten und dann nochmal müssen ja. Müssen ja zumindest mal Zähne putzen. Stimmt's? Machst du da? I don't want to be a rabbit. Wir müssen hier. Klimaanlage. Oh. Wow. I don't so. I want to be a rabbit. So, alles klar, ich mache jetzt hier mal aus das Ding und werde jetzt noch mal die Drohne fliegen lassen hier über die Restarea und werde das Video wahrscheinlich hiermit beenden und werden wir morgen ein neues machen, oder? Damit ist was. Das ist auch schon 7 Tage her jetzt wieder, oder? Also heute sind 7 Tage her, habe ich gesehen, dass das letzte Video rausgekommen ist. Gut, so viel dazu. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Nee. Wir sehen uns. Mäh, mäh, mäh.